dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Get in the flow. Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Aber Leute, bevor wir ganz kurz zum neuen Thema kommen, beziehungsweise zum neuen DLC, was wir mit reinbekommen haben. Leute, um 19.30 Uhr wird ein heftiges Video erscheinen, da steckt so viel Arbeit mit drin. Ist ein neues Konzept auf meinem Kanal, hoffentlich gefällt es euch auf jeden. Und ich blende euch jetzt mal kurz den Trailer ein und ihr könnt ja dann entscheiden, ob ihr 19.30 Uhr am Start seid oder nicht. Ich würde mal sagen, Leute, gönnt euch. I used to whip that town and country around the... So Leute, vergesst auf jeden Fall auch nicht beim Gewinnspiel mitzumachen, und zwar habe ich derzeit ein Gewinnspiel am Laufen, und zwar 2 GTA 5 Unlocals mit jeweils 3 Milliarden GTA 5 Dollar könnt ihr gewinnen. Was ihr dazu einfach tun müsst, ist, ihr müsst auf jeden Fall dieses Video hier liken, ihr müsst die künftigen Videos liken, die kommen werden, dann müsst ihr einfach nur Hashtag FrapsArmy kommentieren und ihr solltet auf jeden Fall Abonnent dieses Kanals sein und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. So, dann würde ich sagen, wir kommen zum eigentlichen Thema. Und zwar, Leute, haben wir ein neues Fahrzeug bekommen. Und zwar den Wenger. Der kostet 1,535 Millionen GTA 5 Dollar. Den können wir uns bei Legendary Motorsports kaufen. Es ist eher ein Fahrzeug, was dafür konzipiert wurde, damit wir auf der Straße kleben bleiben, dass wir einen besseren Grip haben. Oder es ist ein recht schnelles Fahrzeug. Ein genauerer Test wird, denke ich mal, demnächst folgen. Auf jeden Fall können wir uns außerdem bei Warstock gerade im Moment den Liberator kaufen. Falls wir den noch nicht haben, dann kauft ihn euch, Leute, denn der kostet gerade im Moment nur 500.000 GTA 5 Dollar. Danach, Leute, haben wir natürlich noch ein paar neue Outfits bekommen. Geht einfach dazu in den Outfitladen und checkt die auf jeden Fall ab. Die sind auf jeden Fall fresh, man sollte die auf jeden Fall besitzen. Mit manchen davon kann man sogar Glitches machen. Dann haben wir nochmal so ein Rockstar-Logo bekommen, so ein T-Shirt mit einem Logo drauf, wo so angeblich Rauschen drauf ist, einmal in weiß und einmal in schwarz. Und ansonsten, Leute, haben wir eigentlich nur neue Designs für den MOC bekommen. Gehen wir mal in unseren Bunker rein und checken mal ab, Leute. Und zwar haben wir einmal hier Stars und Stripes, kostet 100.000 GTA 5 Dollar, Adlerklaue kostet 135.000 GTA 5 Dollar, Adlerklaue mit Flagge kostet 170.000 Dollar und Freiheitskampf kostet 200.000 GTA 5 Dollar. Das war es dann eigentlich auch schon hier theoretisch gesehen zu diesem, zu dem neuen DLC, was gekommen ist. Außerdem ist noch halt ein Gegnermodus mit ins Spiel gekommen, da kriegt man doppelt Geld und doppelt RP für, aber dazu mache ich bald noch ein Video, also seid auf jeden Fall alle mal gespannt. So Leute, das war es dann eigentlich auch schon hier zu diesem kurzen Informationsvideo, hoffentlich hat es euch gefallen. Falls ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da. Vergiss nicht zu abonnieren und dann wäre ich eigentlich so mit raus. Leute, haut rein, geht in mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.